Und was heißt das, liebe Leute? Niemals aufnehmen, wenn ihr kurz vom Release-Datum seid. Schlechte Idee. Kann ich nicht empfehlen. Ist ein Scheißgefühl und fühlt sich auch nicht gerade geil an. Man könnte meinen, man steht... Es ist so ungefähr, als würde man eine Präsentation vorbereiten. Und die Präsentation bereitet ihr vor, bevor ihr sie halten müsst. So ungefähr fühlt sich das gerade an. Schlechter Vergleich? Höchstwahrscheinlich. Kann man es verstehen? Höchstwahrscheinlich auch, ja. Zwiebel sind noch nicht fertig. Ich glaube, morgen müssten die dann die ersten fertig sein. Ich hoffe einfach mal, ich habe mich nicht verrechnet. Das ist das einzige Ding. Ich traue mir jeden Scheiß zu. Von daher, schauen wir mal. Die blühen auf jeden Fall schon. Das heißt, die sind bald fertig. Wir sind immer so schön den Phasenprozess hier. Ja, ich denke, morgen können wir so ernten. Warte, das ist ein sehr interessanter Brunnen, oder? Muss ich ganz kurz anmerken. Und die Musik erinnert mich trotzdem immer noch hart an Final Fantasy Crystal Chronicles. Holy shit, Alter. Ist jetzt nichts Negatives, es ist halt... Müsste ich eigentlich noch weiterspielen, hab ich auch angefangen. Oh, das Gras ist fertig. Eigentlich brauchst du das nicht schließen. Ich kann sowieso stehen lassen. Ich will es jetzt auch nicht ernten, weil das würde jetzt zu viel Energie fressen. Ich müsste es wahrscheinlich ernten, wenn es wieder regnet. Oder wenn wir im Herbst sind, wenn wir nicht so viel gießen müssen. Exzellent daneben geschlagen. Holy shit, Alter. Heute ist fair, das heißt, alle sollten eigentlich am Strand sein dann. Das heißt, es lohnt sich eh nicht, so wirklich den Leuten hinterher zu rennen, weil die sind wahrscheinlich eher am Strand heute. Der Bass hat eine coole, hat einen coolen Part, finde ich. Er ist simpel, ich meine, es gibt nicht so wirklich, es gibt selten Lieder, wo Bass-Solos drin sind. Und ich finde, Bass-Solos sind manchmal auch so ein bisschen fragwürdig. Ja, sie klingen cool. Hast du diesen dunklen, roughen Sound für den Bass? Das ist schon nice, aber holy shit, manchmal ist das einfach überbewertet. Aber hey, wie finden Bassspieler machen bloß ihren Job. Ich finde ja diesen langanwärtigen Krieg zwischen Bassspieler und Gitarrenspieler cool. Ich finde es ja allgemein interessant, wenn man sich einfach mal so mit Musikinstrumenten beschäftigt, ist das eigentlich immer wieder faszinierend. Ich finde es interessant, wie viele Leute sagen, hey, ein Saxophon ist ein Blechblasinstrument. Nein, es ist nicht. Es ist wirklich ein Holzblasinstrument, weil es ein Holzplättchen benutzt als Stück. Es ist so dieses komische Nerdwissen, was man einfach nicht braucht. Was sehr interessant ist, weil viele haben das nicht in Musik gelernt, dass ein Saxophon ein Holzblasinstrument ist, statt ein Blechblasinstrument. Ja, es ist aus Blech gemacht, heißt aber nicht gleich, dass es Blech ist. Ja, es gibt diesen signifalen Unterschied zwischen Blechblas und Holzblas. Blechblas, ne, Trompete, Posaune, Tuba, sieht man die Mundstücke mit diesen schon zylinderartigen Sachen, wo man sehr viel die Lippen so zusammenpressen muss quasi. Und dann hast du die Holzblasinstrumente wie... Klarinette, Flöte. Ein Saxophon. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Oboe war auch. Holzblas. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, allgemein den Unterschied. Auch gerade, ne? Könnt ihr zum Beispiel den Unterschied zwischen E-Gitarre und Bass erkennen?
Morning. Alles Gute. Ja, würde er gerne was kaufen. Rose Schmiede. Alrighty. Damit. Großartiges Labor. Alrighty. Schön, dass es so günstig ist. Jetzt bräuchten wir bloß noch bessere Bücher. Ich hasse Selfie im Sommer. Das ist nicht toll. Ich hasse es. God damn you, Selfie im Sommer. How dare you? Vielleicht sitzt sie ja da, mal gucken. Vielleicht beschwere ich mich jetzt, aber in Wirklichkeit sitzt sie da. Natürlich wird sie jetzt da sitzen. Oh, fuck. Hi, Selfie. Really? Du hast... Buy a whole bunch, okay? Hab neue Bücher, du nette, junge, time, wunderschöne please. Dame. Holy shit, Alter. Wir angeln. Ich will das mal unsere neue Schmiede und so angucken. Oh. Jesus. God damn. Handwerkbank sieht auch ein bisschen anders aus, tatsächlich. Das weiß ich, warum wir ein größeres Haus brauchen. Tschüss. Großer Topf. Nice. Ja, hier kommt wahrscheinlich das Schmiedelager hin. Und oben dann das Laborlager. Ich finde es ja schön, dass wir so verschiedene Kisten kriegen auch. So, wir machen etwas, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Okay. Die Frage ist jetzt, wo kann ich eigentlich am besten trainieren? Was wäre jetzt so das beste Level eigentlich gegen das Hühnchen? Das ist eher so die Frage. Ich glaube, ich müsste Ebene 3 noch ein bisschen weiter kunden. Wir sind einfach nur durchgerannt. Da könnten wir vielleicht weitermachen. In den grünen Ruin. Wahlinsel, haben sie ja schon gesagt. Da ist eine Tür, die verschlossen ist. Da kommen wir noch nicht weiter. Und ich bin ehrlich, ich bin jetzt gerade selber nicht sicher, wie es überhaupt weiter, wie es da weiterging. Ich fand es schön, dass sie uns auch spoilern, dass da eine Tür zu ist. Schön hochleveln die Garnelen. Nice. Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass wir noch zu schlecht sind für den Hühnchen-Boss, Hühnchen-Bösschen. Macht aber nichts. Ich meine, ich würde gerne bessere Ausrüstung herstellen, wenn wir mal neue Rezeptbücher kriegen würden. No front an der Stelle an einer gewissen Person. Die auch gesagt so, hey, ich habe neue Bücher im Angebot. Na, hat sie gerade neue Bücher im Angebot? High Cross, holy shit, das hat mich erschrocken. Jesus. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir sind fertig. Ich bin fertig, vor allem. Wir speichern schon mal. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt, dass ihr mit dabei wart. Es tut mir leid, dass der Ende jetzt so ein bisschen gerusht ist und Co. Aber heißt so, ne? Ja. Gut.
ich verabschiede mich an der Stelle. Ich bin damit raus. Wir sehen uns dann das nächste Mal in nicht so stressigen Umständen zu Rune Factory wieder. Ich bin damit raus. Tschüss.